Hallo Leute, hier ist World of Games und herzlich willkommen zum Teambuilding vom Entertainment gegen den Capcolord. Ja, wieso bin ich denn jetzt hier in dem Video von Laurus? Was ist denn hier los? Was soll das Ganze denn? Ja, Laurus meinte, es wäre lustig, wenn ich einfach mal sein Teambuilding machen würde und ja, das kann man auch einfach mal machen. Wie gesagt, er muss gegen Capcolord ran, er hat ein sehr, sehr gefährliches Team, denn er hat ein paar sehr, sehr starke offensive Threats. Und ich würde mal sagen, wir benennen sie einfach mal. Er hat ein Q1 Black, das kann natürlich richtig reinhauen. Also das, da gibt es halt einfach selten Switch-ins für. Ja. Wie zum Beispiel Laurus Team, da gibt es halt selten Switch-ins für. Ja, aber mit Special Defensive Fable kann man das Ganze machen. Wunderschön. Ich finde schön, dass Laurus irgendwie ein bisschen FLG Retro spielt. Letztes Mal Frustration Glorken, jetzt Counter, Cliffable. Guter Throwback, aber egal. Dann hat er Thundurus, was natürlich richtig, richtig stark ist und da hat man auch nicht so viel gegen. Ja, ich meine, das Ding halt, ne? Also gegen Q-Man hat Laurus das hier, gegen Thundurus hat er das hier. Trotzdem, wenn die weg sind und das Ding hat keine Recovery, dann könnte das gefährlich werden. Aber gut, ja, Laurus Plan ist hier eher ein bisschen HO, glaube ich, zu spielen und halt Screens zu legen und dann halt Rocks irgendwie und dann loslegen und hoffentlich nicht getroffen werden. Naja, mal gucken. Ist auch egal. Dann hat Capco Celesteela. Celesteela ist immer nervig, so Sub-Seed oder sowas oder offensive Celesteela mit EQ Heavy Slam. Huhuhuhu. Kann aber sehr gefährlich werden. Da darf Laurus sein Saat auf jeden Fall nicht megern. Klar, kann mit Barbarian Counter das den countern, aber das muss er halt auch mit Cure machen. Deswegen weiß ich nicht, wenn Capco beide hat, ob das hinhauen wird, wenn Capco Rocks legt, sich einmal eine Autonomie rausbekommt. Okay, die Frage ist gegen was. Sagen wir, na doch, sagen wir, Clef haut Q und weg. Ja, Capco geht auf ein Celesteela, setupt sich. Das Ding ist angechippt, dann gewinnt Capco. Doch, safe. Also, wenn wie gesagt, die Rocks gelegt sind. Ja, cool. Und das Ding gemegert ist. Aber selbst wenn wir jetzt Rocks legen, dann glaube ich, stirbt er auch durch Heavy plus 1 Heavy Slam. Aber ist auch egal. Dann Nidoking. Nidoking ist auch. Ja, Laurus hat gar keine Switch-ins. Alles droppt und das ist ein Problem. Aber die Sache ist, ja, Nidoking ist nicht so ein Problem, weil du bist schneller. Es kann halt auf dir und dir reinkommen. Das heißt, wenn Capco das richtig macht, kann er halt immer in sowas wie Q umgehen auf den beiden. Oder ein Thundurus auf Lucario vielleicht, oder weil Thundurus generell schnell ist. Und dann doublet er Nidoking und kriegt eigentlich einen Kill. Also, so einfach ist das. Wenn Capco das gut macht, dann rasiert der Laurus richtig hart. Aber mal sehen, wie das werden wird. Sylveon. Stellt euch mal Specs. Oh mein Gott, Alter. Laurus kann ja gar nichts machen. Alles zerstört ihn. Was ist denn da los? Wow. Okay, ja gut. Specs Sylveon, da hat. Ja, auch keine Switch, aber gut. Ja, ich meine, okay, es kann in sowas wie Electivire reinkommen, aber das macht nichts. Da tankt es auch was, es tankt was von Clef garantiert. Kann auch in die defensiven Mons reinkommen und dann einfach drücken. Tankt vielleicht sogar Flabbits, wenn es richtig EV ist. Ja, kriegt auf jeden Fall einen Kill in dem Match, außer gegen Lucario. Ist auf jeden Fall sehr gefährlich. Empoleon? Ja, Empoleon macht jetzt nicht so viel. Bis halt auf gegen Fable, aber da, nee, gegen den Rest, selbst gegen Serena macht es halt nicht so viel. Ja, nee, Polymer macht nicht so viel. Krupuk ist ganz cool, maybe, um es selbst zu trappen. Aber das hat der gegen Gleam und dann ist es eine 50-50, ne, ist die Plot und. Ja, und sonst, keine Ahnung, Iron Tail kann sie das treffen, Wild Charge, ich meine, Burn kann das maybe. Aber es gibt Clef, ich weiß nicht, finde ich nicht so geil. Und vor allem Saat und, naja, keine Ahnung. Wird Capco nicht bringen. Gelate, ja, ich meine, Laurus hat in seinem Team halt Clef und Skarm und sonst halt auch schnellere Mons, keine Ahnung, aber Gelate bringen wird, ich glaube nicht. Miltank mit Fakefat, maybe gegen Saat, I guess, sonst kannst du auch schnell sind, so 100 Speed fahren und mit schnell Medi-Q hier die beiden ausnehmen, ja, maybe nicht. Paaren das Ding. Doch ein paar, keine Ahnung, physisch defensives Miltank kann vielleicht was machen. Wenn es einen Speed hat, die zu speeden, obwohl es ein Cross-Job von Ivy macht bestimmt nicht so viel. CC von Lucario, aber leider schon. Gut, dann kommt sein Pyro. Ist das Pyro? Heißt sein Name? Nein, Pyro ist das andere Mann. Incineroar, das ist das Feuer, der Feuerstarter der Generation 7. Das Ding. Laurus hat Melodic und den Pflanzen. Ich meine,
Der kann eine Pflanzenattacke auf den Link spielen, aber keine Ahnung. Finde ich jetzt nicht so geil, weil. Naja, Cap God bessere Option. Aber, maybe. Und dann Mischievous, was schnell ist, das ist gut für ihn. Ja, das kann er vielleicht sogar bringen. Ich glaube einfach, also ich call es jetzt. Die ersten fünf Monster werden dabei sein: Q und Black, Voltolos, Celesteela, Nidoking und Sylveon werden dabei sein. Was fehlt ihm dann? Ein Rocks hat er. Ja, Rocks braucht auf jeden Fall. Wait, hat er nur zwei Rocks? Dann probably physisch-defensives Miltank wird er dabei sein mit Rocks und das war's auch. Das wird sein Team sein, Empoleon oder Empoleon, eins von beiden. Das ist sein Team. Wenn er Rocks Nidoking spielt, weiß ich nicht. Also die Sache ist halt, an sich würde Milotic Nidoking vermutlich wollen. Ich packe meine Calculator raus. Ich bin mir nicht sicher. Aber ich glaube, Laos hat Nidoking. Milotic wäre gar nicht mal so bad gegen so. Obwohl, Wenn gegen sowas wie Celesteela wäre es nicht bad, ne? Ja, nee, so funktioniert das nicht. Bitte, sagen wir, Special Defensive Nidoking. Hier sieht man so, oh ja, kann ja tanken, aber das Problem ist halt, wenn er jetzt sowas wie Donnerblitz spielt, T-Bolt, dann ist immer noch. Ja, obwohl, wenn er hier so. Und ich meine, das tankt, glaube ich, auch so was von Sylveon. Sagen wir mal, warte, wir haben ja doch das Choice Back Set eben gesehen. Ja. Tankt nach Hyper Voice. Na gut, fand das brauche ich nicht kacken, aber Celesteela. Nee. Und dann kannst du einfach Scald drücken oder so. Ja, das Giga macht gar nichts. Und wenn es halt physisch ist, dann macht es überhaupt nichts. Ich weiß nicht, ich finde Milotic gar nicht mal so bad in dem Team. Also klar, er möchte natürlich ein sehr, sehr, sehr. Das Ding braucht er halt für Fundus. Hat er irgendwie eine andere Alternative in seinem Team? Maybe halt Clef, Unaware Clef könnte er spielen oder so, aber das braucht er noch für Qum. Ja, ich glaube, die beiden müssen gesetzt sein, ist sein Problem. Dann hat er vermutlich Probleme mit den Mons. Auch wenn ich Ivar ja halt irgendwie nicht als necessary ansehe, Schrägstrich kann was anderes sein, Schrägstrich Schwätzdef Milotic, weil er hat eh schon so viele Spätzle. Man muss gegen Capcur so viel Spätzle spielen, das ist echt krass. Aber ja, aber vielleicht möchte er halt einfach nicht, dass Fusion Bolt gegen ihn eingesetzt wird. Maybe kann vielleicht sowas wie Wakanberry aber spielen. Und Miracode, das wäre cool gegen. Ja, Wakanberry Miracode wäre cool gegen Fundus und auch gegen T-Bolt Nidoking. Da kann er vielleicht was Spätzle wegnehmen. Und dann ein bisschen was in physische Defensive packen, damit er halt einen Fusion Bolt tankt und irgendwie. Keine Ahnung. Ja, ist ja auch egal. Velox meinte auch, ich sollte eine Meinung geben. Ja, das ist meine Meinung. Ja, gut. Aber gut, schauen wir uns mal an, was er jetzt einfach dabei hat. Weil da kann was. Was ist noch gut gegen den? Was hätte ich noch mitgenommen? Skarm? Nee, Skarm hätte ich nicht mitgenommen. Skarm ist echt nicht geil. Azelf, ja, Azelf ist halt immer geil. Das Ding haut einfach rein. Lucario, ja. Kyurem hätte ich auch dabei gehabt. Milotic, wie gesagt, hätte ich dabei gehabt. Rapier, die Sache ist halt, Rapier, Qum killt das. Nee, die ersten vier Monster einfach, ja, sechs Monster. Ja, nee, Rapier ist nicht dabei. Serena, wie gesagt, einfach damit Thunderous checkt. Eva, ja, habe ich schon was zu gesagt, ein Leib hat. Keine Ahnung, Leib war nicht so viel. Ja, ich glaube, ich hätte halt die Monster von außen mitgenommen. Und Eva ja mit Milotic ausgetauscht. Aber schauen wir uns mal die Sets an und mal gucken, was ich dazu sage. E-Belt Eva, das ist ganz cool. Cross-Chop, damit er Miltank trifft und auch Qum. Mit Damage, ich weiß jetzt nicht, ich kenne jetzt halt nicht die Cakes, die er gemacht hat. Wild Charge, um einfach das Celesteela zu treffen, was auch löblich ist, aber EQ macht da trotzdem Damage. Vielleicht wäre Shulkerberry hier cool gewesen. Dann kommt EQ und dann kommt der Psych, kommt Wild Charge und haut das Celesteela weg. Maybe. Ja, Thron ist klar, EQ auch wegen Nidoking, weil sonst Waters das Set. Problem ist, er macht halt immer noch nicht so viel aus sowas wie Sylveon. Das Waters hat immer noch der Miltank. Ich weiß ja nicht, ich glaube, selbst ein Cross-Chop, also. Ich schätze halt Electivire echt nicht als ein starkes Pokémon ein. Also, das ist halt einfach. Ich keine Ahnung. Exit Belt, Cross Chop. Ich meine, klar, es ist 100er Kampfmove gegen einen Miltank. Aber. Ja, seht ihr? Miltank tankt einfach. Es ist halt. Ich war ja. Ist halt nicht so geil. Und ja, es ist halt traurig, ne? Aber. Ja. Keine Ahnung. Und Taunt. Mit Taunt ist es aber ganz cool. Weil dann kann er Cross-Chop drücken, dann, wenn er sich mit Miltank recovern möchte oder Rock Slingen, dann kann er einfach taunten, das verhindern. Wish vielleicht auch von Sylveon und sonst maybe Auto. Aber Autonomie-Setup verhindern, wenn er sowas wie Wakanberry Celesteela spielt, aber sonst weiß ich auch nicht, warum da der Taunt sein sollte. Aber. Ja, keine Ahnung. Wird schon irgendwie seine Gründe bestimmt haben. Vielleicht auch gegen Willowis vom Krippuk oder so.
Aber dann forst du den quasi zum Sackerbunchen. Aber na, wenn er. Na, keine Ahnung. Naja, Max Speed auf jeden Fall, damit er mit dem Q und Black Speed hat. Was ganz cool ist. Und ja, das wäre es auch. Ich baue mal kurz das ein, was ich reinbauen würde. Ich würde Milotic reinbauen. Mit der Wakanberry probably. Dann Miracode, Gold, Recover. Oh, da ist sogar noch ein Move frei. Kein Milotic, Mann. Nein, keine Ahnung. Vielleicht sowas wie Haze oder so, aber ich weiß nicht. Ja, keine der letzten Moves halt irgendwas. Ich weiß es auch nicht. Aber die Sache ist, ich kann Laurus verstehen, weil die Sache ist, er möchte auch anscheinend ein sehr, sehr offensives Team spielen und hat T-Bone dabei. Aber ja, keine Ahnung. Vielleicht sowas wie Dragon Tail kann man da am Ende noch drauf spielen oder so. I don't know. Dann halt sehr spezial irgendwie, maybe. Keine Ahnung. Aber egal, das kann Laurus dann in den Kommentaren erklären, warum er das nicht gemacht hat. Ja, also das kann ich halt jetzt gar nicht sagen. Laurus wird in den Kommentaren dazu eine Antwort geschrieben haben. Warum? Und ja, gut. Dann kommen wir zu Lucario. Lucario ist, das wird übrigens irgendeinen Spitznamen haben, der auf Alex verweist, mein Mädchen oder irgendwie sowas. Das weiß ich schon. Und Elekte war ja. Ich weiß gar nicht mehr, oh Gott, was hat Laurus nochmal für Spitznamen? Das weiß ich auf jeden Fall. Und das. Das kann nicht richtig sein. Moment, lass mich ganz kurz nachsehen. Es hatte den Import. Okay. Laurus fehlen 32 EVs. Lass mich nachsehen. Speed ist dafür da, damit er schneller als. Nidoking probably, aber Nidoking ist halt. Warte mal. Nidoking ist halt. Ja, ach, 85, okay. Gut, dann ist der Speed mit da, dass er schnell als Nidoking ist, aber den Rest hätte er halt einfach in. Hier so HP packen können. Dann 4. 4, vielleicht hat er die 28 einfach nur vergessen. Keine Ahnung. Kann er auch in die Kommentare schreiben, ob er das vergessen hat. Dann All-Auto-Attacking, kein Setup. E-Speed ist natürlich gut wegen der Prio. Das ist auch ganz nice gegen Funrise und so weiter. CC, klar, der Step, der haut da richtig rein gegen Celesteela und so weiter. Iron Tail braucht er, um Sylveon zu treffen, was auch eine gute Wahl ist. Trifft nochmal Krippuk und ja, das Ding haut halt richtig, richtig rein. Das kann sehr gefährlich werden. Leider ist Kyurem schneller und so. Aber das ist auf jeden Fall, glaube ich, Laos größter Threat. Das ist, glaube ich, auch der Grund, warum Capco Miss Mages mitnehmen soll. Weil drei der Moves davon werden einfach gewallt. Das heißt, Laos kann nur Miss Mages mit Iron Tail treffen. Und Shadow Ball sollte eine Menge Schaden machen. Das heißt, warte, was habe ich nur gedacht? Aber na, dann wird er vermutlich Rocks Nidoking spielen müssen. Braucht er irgendwie so T-Bolt? Braucht er mehr Sludge Wave? Braucht er Earth Power? Braucht er noch was anderes? Nee, gut, er hat den Platz für Rocks. Na gut, dann passt das Ganze. Dann kann er den Platz für Rocks tatsächlich opfern. Dann braucht er auch nicht Impoldian oder Miltank. Außer, ja, kann Capgras die ersten spielen, Miss Mages. Und dann hat er was gegen Lucario. Setup, aber ich glaube ich, aber. Die Sache ist, bei Capgras Team bekommt er kein Setup, deswegen verstehe ich das auch. EQ hat er jetzt, damit er vermutlich das Nidoking besser trifft. Ja, okay. Das ist der einzige Grund, warum da jetzt EQ draus. Ich weiß nicht, ob das sich so lohnt. Ich weiß es nicht. Wir können mal gerade kicken, wie viel Iron Tail dagegen macht. Nehmen wir das einfach mal. Iron Tail, Life Orb. Ja, gut, killt nicht. Vielleicht möchte er halt einfach den One-Hit haben auf Nidoking, was verständlich ist. Ja, das macht den One-Hit. Vermutlich möchte er den One-Hit haben, das ist auch verständlich, das ist auch okay. Da macht er das so. Aber warum die EVs gewählt haben, keine Ahnung. Glebber ist da, das ist schön. Die haben einfach keine Spitznamen. Das geht ja nicht. Hä, wie sollten. Hä? Was ist denn hier mit dem Import passiert? Ne, die haben auch beim Senden. Ah, Electivire hieß Durchler. Okay, das ist Lucario. Aha. Wollte den Spitznamen hier verbergen, um mich nicht zu triggern. Ich verstehe schon, ich verstehe schon. Okay, Self. Ja, das ist so viel Speed, denke ich. Ja, um Funrise zu outspeeden. T-Wave Funrise wäre ja da nervig. Aber Psyshock ist klar Step und trifft auch Nidoking. Ist halt einfach der stärkste Move. Dazzling Gleam halt wegen Krippuk, weil das Ding ist sonst nervig. Und T-Bolt dann, denke ich mal, um Celesteela zu treffen, weil das Wort sonst das Move-Set. Und auch Empoleon, ja, das ist eigentlich ein ziemlich. Ja, Standard-Ding. Und dann Nasty Plot, weil er Sash trägt. Ja, was halt durch die Rock schnell negiert werden kann, aber vielleicht möchte er damit Lead ein bisschen pressuren, erstmal direkt am Anfang. Und ja, da kann er Nasty Plotten, kriegt plus 2 Boosten, kann ein bisschen reinhauen.
Die Sache bei Capcos Team ist auch, Ezef ist schneller als alles in Capcos Team. Wenn aber Capcos sowas wie Sucker Punch, ja, die Sache ist, hat er wirklich Platz dafür, wenn er darauf Rock spielt. Kommt natürlich darauf an, was sie jetzt dabei hat, aber wenn er Sucker Punch spielt, dann ist das nicht so geil. Aber Ezef kriegt auf jeden Fall einen Kill. Wenn ich, ja, doch, wenn Rocks ihn garantiert. Muss aber erstmal gucken, wie. Weil wenn zum Beispiel das Matchup kommt, wenn jetzt tatsächlich Laos mit der Sylph leaden würde gegen Q Black, gegen Scarf und tatsächlich drin bleiben würde, wird der Sash gebrochen und ja, da kriegt ihn der Gegner raus und das killt nicht. Also gegen Scarf verliert er Sylph halt immer noch und muss halt auch eine Turn finden zu setupen. Was halt problematisch werden könnte und der Power Output ist halt nicht so geil, wenn das Ding halt noch nicht auf plus 2 ist, wenn wir mal gerade zum Beispiel kalken. Sagen wir mal, wir haben hier Thunderbolt gegen einen Celesteela, weil ich bin mir sicher, dass das nicht killt. Das ist halt das Problem. Celesteela. Ja, das killt halt nicht. Und Celesteela können sich einfach zum Beispiel totemizen. Sagen wir mal, das ist halt das gute Set. So. Und, killt aber nicht. Das ist interessant. Okay, aber sagen wir nach Rocks. Gehen wir davon aus, dass eh, wenn der Heavy Slayer meistens ist, dass es nach Rocks ist. Kann sich halt einfach dagegen setupen und das, ja, es macht ja nicht so viel Schaden. Das ist halt doof. Psychoc sollte aber so aus wie Nidoking auf jeden Fall ausnocken, was halt gut ist. Schau mal ganz kurz nach. Ja. Die Sache ist halt, ich weiß nicht, ob da ein Lehmob profitiert. Er hat aber Lehmob schon hier, ne? Ja, dann weiß ich auch nicht. Dann ist es vermutlich einfach nur so gewesen, dass wir nicht auf beiden die Items haben sollten. Auf Lucario ist es, glaube ich, auch worth it. Ist halt schade, dass der Sash halt auch schnell gebrochen werden kann und aber kann auf jeden Fall auch helfen, das ist ganz klar, wenn halt Capgur das nicht gebrochen bekommt, irgendwie nichts Schnelles hat oder so, der auf plus 2 ist und keine Prio hat und keinen Scarfer, dann gewinnt einfach Laos das probably. Aber das wird halt nicht passieren. Also, nee. Sollte nicht passieren. Ja, dann kommen wir zu Clefairy, wie gesagt, bei B-Ray. Clefairy, was ich klasse finde. Ich muss mal gerade kalken, weil ich weiß nicht genau, wie viel Q und Black gegen Clefairy macht, aber ich weiß auf jeden Fall, dass es. Das hätte auf jeden Fall wegen Qum da war, das ist glaube ich außer Frage. Weil das ist natürlich ein Problem und Laos muss das Problem irgendwie handeln. Sagen wir mal, ja, ja. Also es kommt ein Ice Beam rein, das ist das Gute. Wenn es ein Fusion Bolt reinkommt, gegen was drückt halt Fusion Bolt? Ja, okay, es drückt gegen nichts Fusion Bolt, es drückt gegen fast alles. Ah, doch, es drückt gegen fast alles eigentlich Ice Beam. Und Ice Beam plus Fusion Bolt. Ja, wenn es beides Max ist. Aber das muss ja nicht unbedingt passieren, dass man bei beiden eine Max Roll bekommt. Also ja, obwohl das ist selbst ein Ort hier. Wenn, was ist, wenn das hier. Sagen wir, wir gucken erstmal Modest Damage. Modest Damage hier ist 45 und dann gucken wir nochmal. Naiv. Also, ja, wenn er bei beiden Max bekommt, dann wird das nichts, aber ja, passt schon. Aber wenn er tatsächlich Iron Head oder sowas eh dagegen dabei hat, dann nochmal Iron Head, also dann kommt dann lieber Bilberry, das Tank-Fable easy und ja, easy, ne? Aber Qum wird dann sterben. Vor das Adamant und. Boah. Aber gut, lass mal gucken, was er für ein Set überhaupt haben wird. Er wird auf jeden Fall Ice Beam haben. Würde ich sagen, weil Rhyperior. Dann Fusion Bolt gegen Milotic und gegen Skarmory. Dann wird er den. Da kann er Earth Power maybe haben. Dann ist es ein bisschen frei, was er hat. Kann sogar eigentlich nur die beiden Moves haben und Roost, weil er trifft das ganze Team. Vielleicht aber irgendwie sowas wie Dragon Claw oder so noch was gegen Saad. Einrig kann natürlich haben wegen Clef, kann ich mir auch vorstellen, weil er hat halt Moves dort offen. Also ist das auf jeden Fall gar nicht mal so unwahrscheinlich, dass er das drauf haben wird. Also kann sie auf jeden Fall sehen und dann ist das auch gar nicht mehr so schlecht dagegen. Hat uns noch die Rocks, Moomla, Softbolt, mehr braucht man natürlich auch nicht. Wird natürlich vollkommen zerstört von Nidoking. Da muss, wie gesagt, wenn Capgur das richtig macht und in Nidoking geht, dann droppt einfach immer irgendwas. Außer Laos geht in Lucario straight auf das Sludgewave, aber das ist so risky. Weil die sagt, Capgur kann auch einfach Earth Power drücken. Weil er braucht eigentlich. Oh ja, stimmt, er braucht eigentlich Sludgewave auf seinem. Nidoking Sludgewave, T-Bolt, Earth Power. Habe ich irgendwas vergessen eben? Oh nö, ich glaube, ich habe einfach die genannt und irgendwie. Na gut, dann ist ja egal. Dann ist egal. Nevermind, nevermind, habe ich genannt, ist schon okay. Ja, dann kann Capgras auch rein theoretisch einfach Earthport drücken, weil was macht Clef dagegen?
Und dann, ja, wäre doof, wenn er halt in Lucario gehen würde und dass er weggehen würde. Also es ist halt ein schlechtes Matchup, so wie er das gemacht hat gegen Capcos Team, aber kommt halt darauf an, wie Larossa spielen wird. Ja, sonst spricht Defensive. Ich glaube, braucht er die physische Defensive. Ich meine, klar, von Celesteela tankt er dann Heavy Slam. Können wir mal ganz kurz nachgucken. Celesteela. Ich verstehe nicht, warum hier nicht ein Set ist für. Warte. Ein Set ist für Element Heavy Slam, weil das hätte ich tatsächlich eher gespielt als so ein spezielles. Keine Ahnung. Der Moves Pool ist ja nicht schlecht, ne? Aber. Ja. Macht aber so viel. Holy shit. Ja, man darf halt vorher nichts getankt haben, aber. Ja, gut. Na ja, gut, ist aber das Set. Das sollte auf jeden Fall passen. Könnte vielleicht Work machen. Das wäre cool. Und tankt noch was von Funrise, was gut ist. Kommen wir zu Alduin. Das ist, glaube ich, seine Wincon. Problem ist T-Wave Funrise. Also, hat eigentlich, ja, das andere, was. Dragon Claw, okay, das heißt, er kann was gegen Miltank machen. Das andere, was vielleicht was gewollt hätte, wenn es nur Fire Moves hätte, wäre es Miltank, aber. Saat ist halt richtig, richtig gut. Speed ist dafür da, um. Lustig. Warte, es ist schneller. Er möchte auf jeden Fall schneller als Queen Black sein. Und ist schneller als. Ja, das war es eigentlich. Ich glaube, das war der Speed-Benchmark, den er haben möchte. Ja, und dann kriegt er einen DD, maybe. Wenn er halt nicht. T-Wave Funrise ist, kriegt er auch Funrise einen DD. Und dann kann es tatsächlich over sein, weil er hat. Capco hat keinen geilen Saat-Switchen. Probleme. Wenn Capco Rocks hat, sind 50% weg und dann ist es auch nicht mehr so geil mit Setupen. T-Wave Funrise kann auf jeden Fall super, super nervig sein, aber die Sache ist, Lauros hat halt auch, auch Switchens dafür. Und im Late Game kann er halt hoffen, einfach, dass Funrise dann vielleicht weg ist, gechippt ist oder so. Weil er hat auch Rocks, maybe, die er legen kann. Und dann, ja, keine Ahnung. Irgendwie soll man es halt versuchen. Und ich meine, Funrise muss er vielleicht auch safe checken oder so. Also, das wird vielleicht irgendwann weg sein. Dann halt für Steph Miltank, maybe Tank was. Und er hat keinen Roost. Sonst, ja, Prios noch. Empoleon Tank, maybe. Und Sylveon, maybe. Aber sonst sah es richtig gut aus. Wie gesagt, durch Re also nicht wie gesagt, aber durch Recoil kann Capco das gegen Saat noch machen. Wenn er sowas physisch Bulky reinholt oder so und wie Empoleon oder so oder Sylveon. Und dann muss halt Lauros Flabbis drücken, damit der Damage drückt und dann frisst er HP und dann kommt irgendwie so ein. Ich meine, das Problem ist, der einzige Scarfer, der Lauros outspeeden würde, wäre Scarf Thunderous und das wird Capco nicht spielen. Ja. Ah, oder Scarf Miss Mages. Aber das, nee, finde ich nicht so geil. Ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall, Saat gefährlich, das Ding kann auf jeden Fall gewinnen. Letzte Move Flame Charge, wenn er was revengen möchte, weil. Ja, die Sache, das Problem bei Lauros ist, er kriegt halt. Ja, das Problem ist, er kriegt halt das Setup nicht so einfach. Das kriegt er halt nicht auf Nidoking, das kriegt er nicht auf Kyurem, das kriegt er nicht auf Celesteela und nicht auf Sylveon, vielleicht auf Empoleon, wenn das nicht Toxic tut oder so. Ja, das Setup kriegt er nur sehr selten, deswegen hat er Flame Charge drauf, das ist verständlich. Ist aber nicht auf plus 1, macht dann dementsprechend nicht so viel Schaden, also plus 1 Angriff, aber na gut. Aber das ist halt zu Saat, den Rest hätte er dann Bulk gepackt, weil klar. Ich weiß nicht, ob ich einfach Roost gespielt hätte oder hier drüber Roost, aber. Ja, keine Ahnung. Weiß ich jetzt auch nicht genau. Das hier hat Spin, das ist gut. Wollte ich nämlich, habe ich mir gerade überlegt, weil der braucht Spin-Support auf jeden Fall, wenn da Rocks kommen. Problem ist, Rocks hat das Nidoking, das heißt, es wird auf jeden Fall nicht besiegt. Aber Serena kann halt immer einen Spin gegen Thunderous. Möchte auch Screens anscheinend auslegen. Da weiß ich jetzt nicht, was seine Taktik sein wird. Dass er halt. Sagen wir, wir haben Thunderous gegen Serena drin. Dann drückt er vielleicht Light Screen, weil weniger Damage fassen möchte. Kommt Nidoking, dann muss er eh wechseln. Oder drückt Rapid Spin und dann kann er nicht mehr Screens legen. Ja, ich weiß nicht. So geil finde ich das Set jetzt nicht, weil das kann sich auch nicht recovern oder so. Aber maybe kannst du Work machen, wer weiß. Ich weiß jetzt auch nicht, wie viel. Na, Sludge Rift probably, oder? Ja, doch. Ich kann aber mal gucken, wie viel sowas wie Q und Black macht. Gegen ein Serena. Sagen wir mal, wir nehmen mal das Q. Gegen ein Serena, Rapid Spin, Mimimi, das hier careful. So, Ice Beam macht zu viel. Ja, das war klar. Ja, gut, Outage. 0, ja. Gucken wir mal den Funrise Calc an. Ich kann mir vorstellen, dass er vielleicht HP Flying spielt oder so. Weil, warum nicht? Oder HP Ice. Okay.
Speers macht ein bisschen was. HP Flying wird vermutlich mehr machen, sagen wir so. HP Flying. Ja, das wird mehr machen. Was wird eigentlich er spielen? Er könnte T-Bolt, HP Ice, Grass Knot, T-Wave spielen oder so, aber das macht auch nicht so viel. Keine Ahnung, was er spielen wird. Ganz ehrlich, keine Ahnung, was Capco spielen wird, aber Capco kannst du da auch, glaube ich, nicht so groß predicten. Der wird sich irgendwas ausdenken mit seinem Basiswert durchschnitten und dann. Ja, mal gucken. Ja, auf jeden Fall, das ist klar. Dann letzte Move, Play Rough. Trifft Qyume auf jeden Fall sehr effektiv, was cool ist. Und ich meine, du tankst halt einen Hit von Qyume, was nicht schlecht ist. Ich weiß aber nicht, ob ich. Probably tankst du keinen Hit von Nidoking. Sonst hätte ich ja Dropkick gesagt, solltest du spielen, aber. Ja, vielleicht hätte auch Mordest oder so. Okay. Das ist nicht Magic Guard Nidoking. Das ist Sheer Force Nidoking. Ja, nach Rocks denke ich mal auch weg. Ja, okay. Ja, Playoff ist halt gut gegen. Das Qum trifft auch das Thunderous neutral, denke ich mal. Deswegen ist es drin. Weiß nicht, ob Dropkick vielleicht auch cool gewesen wäre. Das trifft halt Nidoking neutral. Aber. Ja, doch, das passt eigentlich schon. Ja, doch. Ja, nehmen wir. Wo ist eigentlich der Drop? Ah, da ist der Dropkick. Ja, gut, der Texting braucht doch nicht 70er Base. Nee, passt schon. Playoff ist okay. Playoff ist vollkommen okay als der Move hier. Und trifft auf Spirit Tomb sehr effektiv. Das darf man nicht unterschätzen. Und wie gesagt, auch Qum, was cool ist. Hätte auch halt Jump Kick spielen können, dann trifft aber Spirit Tomb überhaupt nicht. Was. Ah, ja, ich jetzt verstehe es auch. Weil, wenn Spirit Tomb Spin blocken möchte. Da kann er das sehr effektiv mit dem Playoff. Ja, okay, dann ist es gut, dass er Playoff drin hat. Jetzt verstehe ich es auch. Ja, gut, dann passt das hier auf jeden Fall. Kann man aber hier den EV-Split irgendwie noch anpassen können, aber er möchte nur spezielle jetzt eigentlich tanken. Weil die physisch-offensiven Mons hat halt probably nicht dabei. Bis auf also, Celesteela, Qum sind halt physisch-offensiv, aber die möchten halt eh mit Ice Beam angreifen. Celesteela wäre ein Air-Slash und Hesley macht halt vielleicht nicht so viel. Oder Serena macht halt nichts dagegen. Playoff macht bestimmt so 8% oder so. Maximal. Wenn nicht 6% oder so. Also, ja. Das ist eh egal. Und, ja, der Rest, so Empoleon ist halt speziell. Sonst das einzige Gallade. Aber Gallade wird er, glaube ich, nicht mitnehmen. Und Milton, ja, Milton ist halt wurscht. Und, ja, Incineroar hat er nicht dabei. Also, ja. Lohnt sich das nicht einfach Max Spitzhefen, das passt. Wird vielleicht sogar viel da reinpacken. Einfach. Ja, weil ich sehe jetzt nicht ein, das in die Dev zu packen, aber ist ja auch egal. Ja, und das ist dann das Team von Lauros. Also, ne, das hat er nicht drin. Der hat seine Electivire drin. Das schmeißen wir nochmal ganz kurz rein. Das war nur zur Demonstration, wie ich schon meinte. Und ja, mal gucken, wie der Kampf so werden wird. Ich finde Capcord auf jeden Fall ein sehr, sehr, sehr gutes Matchup, aber Lauros hat auf jeden Fall ein paar Kniffe. Kann mit Glurak das auf jeden Fall machen. Mit Turbus kann er auch sehr reinhauen, genauso wie Lucario. Mit dem Rest muss er halt gucken, dass er die Mods ein bisschen checkt. Und Ivaya finde ich nicht so geil, aber hat vermutlich seine Gründe. Wie gesagt, Laurus wird in die Kommentare noch ein bisschen was dazu ergänzen. Aber ich schätze mal, das Teambuilding-Video war dann auch lang genug. Und ich hoffe mal, ich konnte einen kleinen Einblick auch für Laurus geben, was ich gemacht hätte. Und ja, Laurus kann mich dann hoffentlich noch was ergänzen. Und ich hoffe, ihr hattet mal Spaß, dass ich Laurus Team ein bisschen auseinandergenommen habe, ein bisschen erklärt habe, was er genau gemacht hat. Und ja. Dann freue ich mich auf jeden Fall, wie der Kampf werden wird. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie das ausgehen wird. Und wenn ich jetzt raten würde, ich würde tatsächlich sagen, Capco hat auf jeden Fall die Oberhand. Und wenn er das mit Nidoking richtig macht, dann kriegt er immer einen Kill. Und naja, die Sache ist, Lauros muss in seine Switchen teilweise wechseln, so auf Thunderous vor allem. Also ja, mal sehen, wie das werden wird. Und ja, ich bin gespannt. Wenn Lauros das macht, dann auf jeden Fall gute Arbeit. Aber ich weiß es noch nicht. Und das ist auch schön. Jetzt bin ich gespannt. Hoffentlich ihr auch. Und ja, bis dann und ciao.